Na, du musst kühlen gehen. Das ist deine Aufgabe. Kühlen. Dass man das nicht priorisieren kann, ne? Weiß ich nicht, vielleicht haben wir es noch nicht rausgefunden. Ah, okay. Ich verstehe, okay, ja. Ja, mit der GI und so, okay. Ja, weil die ist bei den meisten ist sie schon echt runtergegangen. Ja, gut, dann machen wir halt bald Marmeladenbrot. Die haben nämlich jetzt schon Weizen geerntet. Ey. Gerade. Wo haben sie es hingebracht? Nicht essen. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass die Pals besser im Ball drin bleiben, wenn man stehen bleibt und guckt? Wenn ich einfach weiter renne, dann schlüpfen die immer wieder raus. Hat es jetzt nur drei Weizen gegeben? Yay. Oder haben die das woanders hingebracht? Nee, haben sie nicht. Vor allen Dingen. Wir brauchen mehr, die sehen. Ich hab vor, wir haben doch viele, die sehen. Nee, nur einen. Also gerade nur einen quasi. Also einen aktiv, ja, aber Ja. wir haben noch Perls, die das können. Ja. Die Affen können das. Diese Dinger mit der Pflanze können das. Stimmt, Wally, das würde sehr großen Sinn machen. Hier ist irgendwas mit dem Ei nicht in Ordnung, Steffi. Was, warum? Weiß ich nicht, das blutet nicht. Hä? Doch. Bei mir nicht. Bei mir steht 0 von 0. Nee, hier steht 9 Minuten 30 noch. Okay, bei mir steht 0. 0, 0, 0, 0. Ah, jetzt steht's da, seit als du dran, nachdem du dran warst. Warum hast du dich bewegt? Ich? Na, nee. Alter, drei Marmeladenbrote. Wow. Ist nicht viel, ne? Mal gucken, wer gleich schneller ist, wenn ich die da reinpacke. Zu den Pals. Mal gucken, wer Bock hat. Ja, klar. Ich meine, hier Pengolith kühlt halt jetzt auch die ganze Zeit. Ja. Aber die anderen. Naja, ich meine, wir brauchen nicht die ganzen Katzen und Schafe, ne? Ja, ich habe halt jetzt wieder rausgetan, ne? Mhm.
So, jetzt haben wir quasi noch einen Pinguin. Jetzt haben wir zwei zum Wässern und zwei zum Bepflanzen. Das dürfte reichen. Okay. Ja, ich dachte halt, wenn ich ihn jetzt quasi dahin schicke zum Kühlen, dass er irgendwann sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr, weil so ist es meistens. Und dann geht er einfach. Aber er ist. Ja, er ist jetzt hungrig. Und ich glaube aber, dass er danach quasi wiederkommt. Ja, hast du fein Hoffen wir gemacht, es. Fuxi. Hast du fein gemacht. Hey, nein. So. Ja, ich schlepp schon wieder zu viel, ich weiß. Ja, guck mal, er kommt auch direkt wieder. Ihn halt dahin tragen und draufwerfen, dann sollte es eigentlich priorisieren. Ja, hat er jetzt auch. Hat er jetzt tatsächlich auch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt packe ich mal die Marmeladenbrote hier rein. Mal gucken, wie lange die halten. Na, wer geht direkt essen? Der Affe. Was frisst der Affe? Oh, der hat jetzt kein Marmeladenbrot gefressen. Der hat jetzt die Beeren gegessen. Geil lange die Breite halten. Was? Wie geil lange die Brote halten. Ja, eine Stunde. Ja, mega. Das ist echt gut. Ja, ist gut. Wenigstens etwas. Die Brote halten halt eine Stunde. Das ist doch supi. So. So, was ist die Ente jetzt? Ist die Ente jetzt im Brot? Nee, die essen alle das Brot nicht. Bis jetzt. Also die Kleinen nicht. Die Kleinen essen alle nur die Beeren. Ich warte ja drauf, dass hier. Sikiklio. Nee. Lu der. Lieberloh. Ja. Mal fressen kommt hier. Ich will wissen, ob der so ein Brot ist. Aber der trägt gerade die ganze Zeit die Pal-Dinger, die die Fixies da ausgraben in die Kisten. Er soll mal Hunger kriegen. So, ist der jetzt im Brot? Nee, auch nicht. Der hat auch nur Beeren gegessen. Ich checke das mit dem Fressen noch nicht so ganz. Ich muss da auch immer alles andere rausnehmen, damit sie das essen, was sie essen sollen. Kann aber auch sein, dass es davon abhängig ist, wie hungrig sie sind. Keine Ahnung. Ja. Der Fuchs hat jetzt auch kein Brot gegessen. Obwohl nur noch das Brot drin ist. Ah, der musste jetzt Brot essen. Okay. Okay. Gut, sie ernten das jetzt. Vielen Dank.
Ich denke, das ist noch nicht ganz ausgereift. Ja, scheint so, ne? Ach, du hast ein zweites Feuerding rausgeholt. Das ist gut. Jep, ja. Ach, wir Also können ich sogar habe noch einen zusätzlichen eins Pal. hingeworfen einfach. Ja, wir können sogar noch einen zusätzlichen Pal rausholen. Ach so, ja. Ja, noch brauchen wir keinen, oder? Könnten halt noch ein Fixie reintun, ne? Ja. Muss ich noch mehr Betten bauen? Ja, lass doch erstmal. Wenn die Beeren und Weizen haben, essen die erst das auch, wenn es nicht lang und sie dann irgendwann meckern, dass sie hungrig sind. Darum nehme ich die Beeren, Weizen immer da raus. Ja, ist merkwürdig, ne? Aber ich kann halt nicht nur die Brote jetzt da drin lassen. Das ist ein bisschen mau, irgendwie. Ja. Das sind ja nur zwei. Wie soll ich das denn machen? Wir brauchen mehr Weizenfelder. Ja, halt mal wirklich. Weil du kriegst ja immer nur drei raus. Ist ganz schön doof. Na, und jetzt fehlt uns ein Weizensaat. Naja. Wird schon noch. Upsi. Du brauchst nicht hier raus. So. So, was haben wir jetzt hier? Ausgebrütet. Oh, was Neues. Ein Wandwurm. Okay. Warte mal, wir haben uns auch so einige noch nicht angeguckt, ne? So, einmal das hier. Das ist voll hübsch. Ja, das ist süß, ne? Ja, cute. Aber vielleicht erstmal gebratene Beeren statt normaler. Die bringen ja, glaube ich, auch schon doppelt so viel. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Kannst ja deinen Fuchs hinwerfen, dass der das durchbrät. Ja. Aber ich mache erstmal kurz die Beeren-Toasts hier. Haben wir gerade kein Ei drin? Oh. Nee, hier ist eine Kiste nur mit Eiern irgendwo. So. Das nächste wäre. So, jetzt können wir den auch mal gehen sehen. Der ist richtig hübsch, ne? Oh mein Gott, ist Ja, der hübsch. das ist echt toll. Ist der toll.
Dann das hier. Boah, es ist auch richtig cool. Der Safter wird da nicht bleiben. So, wieder raus. Und jetzt quasi das Ding hier. Das ist auch nice. Riesig. Ich glaube, das kann schneller fliegen. Ja. Die Frage ist, ob man es reiten kann mit seinem Rückenstacheln da. So, oh, langsam wird's müde. Ja, ich muss auch demnächst mal. Ich muss ja um 9 spätestens die Tiere rauslassen. Oh. So, dann klatsche ich die Marmeladenbrote doch erstmal in den Kühlschrank. Das ist eine gute Idee. Was bringt halt nichts, wenn die hier vergammeln. Und dann braten wir erstmal Beeren ab. Ganz, ganz viele Beeren. So. Na, machen wir mal die Hälfte, machen wir mal 1000. So, na, viel Spaß, du wirst lange Feuer atmen. Bekommt man nicht auch Saatgut aus den Beeten? Sieht nicht so aus. Aber den Beeren muss ja, oder? Da haben wir so viel Saatgut. Vielleicht selten. Weiß es nicht. Du haust dich auch hin, Wally. Ja, mach das. Bauen die das jetzt gleich hier auch ab, oder? Ah, ich habe übrigens 20 Weizen im Inventar. Fällt Schlaf mir gerade gut, auf. träum was Schönes. Pack sie in den Kühlschrank. Einfach. Dann wird's nicht schlecht. Schon wieder shiny Geräusche. Na. Shiny Geräusche? Kann halt nicht sein, irgendwie, ne? Ne. Sollten wir vielleicht die Enterhakenpistole mal irgendwann machen? Ja. Eigentlich eine gute Idee. Warum sind die Kisten hier leer? Hast du die gerade leer gemacht?
Welche? Hier bei den Fixies. Ja. Okay. Na dann. Oha. Das geht. Lol. Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay. Gut. Gut, dann muss ich hier ein bisschen umbauen. Weil drin ist irgendwie kein Platz mehr. Was war das denn? Da drin ist kein Platz mehr für eine Treppe. Naja, die Betten könnten ja dann hoch, ne? Ja, die Betten kommen hoch, ja. Das ist quasi unten unser Werkraum, so. Na, mit Lager. Und oben dann Schlafraum und ja, da kommt dann der Entsafter, die Statue und so drauf. Ne? Ja. Oh, so ein Nox ist auch echt niedlich. Ich Noxus? guck gerade ein paar Decks. Ah, ist eigentlich eine schöne Idee. Habe ich eigentlich. Oh Gott, habe ich schon Gute Nacht gesagt, Wally? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht mehr. Wally, falls du das nachguckst, es tut mir leid. Ich dachte, ich hätte es gesagt. Gute Nacht, schlaf gut, träum schön. Oh Gott, oh Gott. Schlimm. Weil dieses Game, ne? Macht einen schon ein bisschen süchtig. Ja. Ich glaube auch, dass Kai schon schläft. Wahrscheinlich. Hat halt nichts gesagt. Und er hat eh nur Hallo gesagt. Penking scheint wirklich die Weiterentwicklung von Penglui zu sein, ne? So Ja. vom Dex her. Ja, so wie Sui und Sweeper gibt's auch noch später. Okay. Oh, das ist gut, Wally. Ich dachte echt, ich hab's verkackt. Oh ja, Nox. Nox ist süß. Maokris sieht halt auch, finde ich, toll. Aber die hast du ja auch, ne? Ja. Warum wird mir Hangyo Christ nicht angezeigt? Ja, auch nicht. Das ist die Komisch. ganze Zeit Ladeding. Ja. Hä, warum ist der bei mir rot? Warum ist der bei mir dunkel? Ich habe den doch gefangen. Bär. In dieses Feuerding mit den Hörnern da. Na, bei mir ist er farbig, Oh, als okay. hätte ich ihn gefangen. Okay. Keine Entwicklung bei Kingpin. Steht auch so im Paldex-Eintrag. Hä? Ah, lol. Lol. Dieser Pal ist nicht mit Pengolett verwandt. Genießt aber die Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt und spielt mit Freuden den Part. Süß. Lustig. Finde ich lustig. Ich glaube, es gibt generell keine Weiterentwicklung. Warum steht. Ich hab.
Als hätte ich keinen einzigen Pengolett gefangen. Ist bei mir auch dunkel. Nightwing Was? verschleppt neugeborene Pals in sein Nest und zieht sie dort auf. Ui. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie gefressen. Oh. Oh. Das ist voll gemein. Okay, Leute, ich kann nicht mehr. Gut, dann machen wir doch jetzt beide aus. Was hältst du davon? Du darfst doch gerne weiterbauen, wenn du noch weitermachen möchtest. Das ist, bleibt dir überlassen. Das ist, Nee, alles gut. Wir machen das hier zusammen weiter. Das macht auf jeden Fall echt Spaß. ja. Vor allen Dingen jetzt, wo wir quasi so eine richtige Base haben. Man das alles schön ordentlich sortieren kann. Und es einfach quasi besser läuft. Ja. Ja. So. Das Mehl ist einfach 400 Stunden haltbar. Mit dem im Kühlschrank. Wow. Tja, Leute. Dann war es das wohl für heute. Ja, das war's für heute. Hat tierisch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Seba, dass du auch so lange da geblieben bist. Ach ja, klar, Und gerne. wir so lange endlich mal wieder quasi eine Nacht durchgemacht haben. Das war ich. Na. Seit Arc-Zeiten nicht mehr gemacht, irgendwie. Ist halt die, ist jetzt gerade die Zeit, wo wir bei ARK immer gesagt haben, jetzt müssen wir Schluss machen. Ja. Sonst kriegen wir Ärger. Ja, wo wir dann noch eine Stunde gequatscht Genau. haben. Das Ah. verschieben wir heute. So, Leute, dann schlaf gut, träumt was Schönes, falls ihr noch nicht alle im Bett seid. Macht nicht mehr so lang. Und ja. Lasst doch ein Follow da bei Seba und bei mir, falls ihr Genau. Bock habt. Schaut Sehr wieder rein. gerne. Wir spielen nächste Woche weiter. Ja. Und dann. Müssen wir dann noch mal gucken, welchen Tag, ne? Ja, das kriegen wir schon hin. Denn, ihr Lieben, gute Tschüss, Nacht. tschüss.